Und in Los Angeles begrüße ich nun seine Tochter Gazelle Charmat. Frau Charmat, wann haben Sie denn das letzte Mal Kontakt zu Ihrem Vater gehabt? Ich darf seit 1,5 Jahren nicht mit meinem Vater sprechen. Im ersten Jahr durfte ich einige Mal mit meinem Vater telefonieren. Das waren komplett kontrollierte Telefonate, wo die Wärter neben ihm gesessen haben und genau darauf geachtet haben, was er gesagt hat. Und die Telefonate waren nicht dafür da, dass ich mit meinem Vater sprechen kann. Die waren dafür da, dass das Regime uns dazu bringen wollte, zum Beispiel Briefe zu schreiben und zu schreiben, dass mein Vater ein Terrorist ist, dass er ein Krimineller ist. Die wollten Zugang auf unsere Computer. Die wollten Sachen erfinden, damit sie die später in ihren Schauprozessen gegen ihn verwenden können. Und als ich das nicht gemacht habe, haben die den Kontakt zwischen mir und meinem Vater komplett abgebrochen. Das heißt, ich kann nicht mehr mit meinem Vater sprechen. Ich weiß nicht mal, ob er überhaupt noch am Leben ist. Meine Mutter durfte im letzten Jahr zweimal mit meinem Vater reden, nur zweimal. Und in diesen Telefonaten kriegt man natürlich mit, wie gebrochen er ist, wie er gefoltert wird, dass er in kompletter Isolationshaft ist, seit 936 Tagen jetzt, keine Menschenseele sieht, keine Informationen von außerhalb bekommt, kein Anwalt hat, niemand weiß seit 2,5 Jahren, wo mein Vater überhaupt ist. Das wissen wir noch nicht mal. Was kann und was sollte denn die Bundesregierung jetzt Ihrer Meinung nach unternehmen, um Ihrem Vater zu helfen? Alles, was in ihrer Macht steht, wir wählen unsere Regierung, damit sie uns beschützt, damit sie uns davon beschützt, vor Terroristen, vor Entführung. Mein Vater ist nicht jemand, der irgendwo festgenommen worden ist und der jetzt Rechtsbeistand braucht. Mein Vater wurde entführt und in den Iran verschleppt. Die brechen internationale Gesetze. Wir sind nirgendwo sicher vor diesem islamischen Regime. Das muss angesprochen werden. Mein Vater wird als Geisel dort gehalten. Diese Geiseldiplomatie wird nicht angesprochen. Ich weiß nicht, was man tun muss, aber ich weiß, dass zwei Diplomaten bestimmt nicht genug sind, um dieses Terrorregime aufzuhalten. Und ich frage mich nur, was unsere Politiker machen würden, was Frau Baerbock machen würde, wenn das ihr Vater wäre, der entführt worden wäre, der so lange gequält worden ist, der vor Schauprozesse gezogen worden ist und der jetzt die Todesstrafe bekommt wegen falschen Anschuldigungen. Was würde sie tun, um ihn jetzt da rauszuholen, um ihn zu retten? Ich möchte, dass sie dasselbe für meinen Vater tut. Das sind alles ihre Staatsbürger. Wir müssen doch von unserer Regierung, die wir gewählt haben, beschützt werden und maximalen Schutz bekommen. Und ich hoffe, es gibt jetzt eine Eskalation und wir sehen, was stark ist, damit dieser Druck aufrechtgehalten wird, damit man das Leben von meinem Vater retten kann. Aber die Frage ist ja tatsächlich, was die Bundesregierung eigentlich tun kann. Der CDU-Chef Friedrich Merz, der hat jetzt verlangt, den Botschafter, auszuweisen. Aber bringt das tatsächlich etwas? Ich bin keine Politikerin. Ich kann Ihnen nicht sagen, ob das was bringt, was genau was bringen würde. Das weiß ich nicht. Dafür wählen wir doch unsere Politiker. Ich weiß doch, dass deren Aufgabe ist, zu wissen, was maximaler Druck ist, welche Möglichkeiten sie haben und welche Mittel benutzt worden sind. Mir wird seit 2,5 Jahren gesagt, dass sie alles in ihrer Macht tun, um meinen Vater aus dieser Hölle rauszukommen. Wenn Diplomaten rausgeschickt werden, warum ist denn das nicht schon vor 2,5 Jahren passiert, als mein Vater entführt worden ist? Warum müssen wir denn erst warten, dass er fast hingerichtet wird? Oder müssen wir darauf warten, dass sein Blut vergossen wird, dass er hingerichtet wird? Es gibt doch so viele Sachen, die man tun kann. Es gibt so viele Aktivisten, so viele Politiker, die Listen haben von Sachen, die getan werden müssen und können und das in unserer Macht liegt. Warum tun wir die nicht? Ich frage mich, worauf warten wir noch? Dieses Regime respektiert keine anderen Regierungen, die nicht stark sind, die nicht Druck machen. Das haben wir doch jetzt gesehen. Sobald der Druck nachlässt, machen die das. Das war kein Zufall, dass mein Vater jetzt nach diesem Wochenende auf einmal die Todesstrafe bekommen hat. Das ist absolut kalkuliert und wir müssen dort mit voller Stärke stehen und sagen, dass das nicht geht. Wir müssen das ansprechen, wir müssen alles tun. Ich weiß nicht was. Westerwelle ist damals mit dem Flugzeug in den Iran geflogen und hat die Journalisten zurückgebracht. Ich weiß nicht, was man machen kann. Das überlasse ich unseren Politikern, aber es muss was gemacht werden. Tatsächlich wirkt das momentan noch etwas hilflos. Jetzt gab es ja immerhin eine Solidaritätskundgebung vor dem Kanzleramt heute Nachmittag. Wie wichtig ist das? Das ist super wichtig. Alles, was jetzt gemacht wird, die Aktivisten, die Journalisten, was sie gerade machen, dass wir darüber sprechen. Öffentlichkeitsarbeit ist das A und O. Das Regime kann im
dunkeln, alles machen, was sie wollen. Das tun sie auch seit 44 Jahren. Diese Sachen sind nicht neu, diese Ermordung, diese Kidnapping, diese Schauprozesse sind nichts Neues. Das gibt es seit 44 Jahren. Jetzt haben wir Scheinwerfer darauf. Jetzt bin ich nicht allein, sind wir nicht allein, weil Menschen neben uns stehen und weil sie sehen, mit eigenen Augen sehen können, was dort passiert. Und das ist so wichtig, was Herr Merz macht, was so viele Politiker gestern gemacht haben, dass sie rauskommen, dass sie darüber gesprochen haben, dass das angesprochen wird. Das ist das Erste, was man machen muss. Und das Wichtigste, solange wir diese Namen nennen, solange wir hingucken, ist wenigstens der Preis zu hoch oder höher für das Regime, Menschen hinzurichten, Menschen umzubringen und zu tun, was sie wollen, unbestraft zu tun, was sie wollen. Das ist lebenswichtig zurzeit. Man kann ja momentan hierzulande auch das Gefühl bekommen, dass die Proteste im Iran, die ja eigentlich viele Monate angehalten haben, sehr intensiv, dass sie nun wieder abgeebbt seien. Was ist denn Ihr Eindruck? Oder ist es nur die Aufmerksamkeit, die nachgelassen hat? Die Proteste sind auf gar keinen Fall abgeebbt. Die ganze Zeit, in den letzten 5 Monaten gab es in Soldan, in Kurdistan, in Balutschistan Proteste jeden einzelnen Tag. In einigen anderen Städten waren die kurzzeitig weniger, aber es gab andere Formen von Protesten, die man überall gesehen hat. Es wird an die Wand geschrieben, es wäre zivile Disobedience, wo man den Hijab abnimmt und all diese Sachen. Das gab es die ganze Zeit. Der Punkt ist, als die Revolution angefangen hat, haben die gesagt, okay, das hält nicht an. Nach einem Monat haben die gesagt, na, wenn es jetzt noch länger anhält, dann können wir vielleicht von einer Bewegung hier sprechen. Jetzt sind die 5 Monate lang auf die Straße gegangen, wurden getötet, denen wurden ins Auge geschossen, die wurden vergewaltigt, die wurden hingerichtet. Wie lange noch sollen die denn unbewaffnet, unbeschützt in den Straßen ermordet werden, damit wir hier im Westen sagen, ja, das ist eine Revolution und das hält gerade an. Das haben die doch 5 Monate lang gemacht. Wie lange sollen die das denn noch machen? Wenn wir hier mehr Druck gemacht hätten, wenn wir die IRGC auf die Terroristen gesetzt hätten, dann wären die jetzt auch noch in der Straße und hätten mehr Chancen, sich zu verteidigen gegen dieses Terrorregime, als wenn wir hier keinen Druck machen. Das liegt doch an uns, wenn das abebbt. Aber in jeder Revolution, das kann ich Ihnen sagen, gibt es Ebben und Fluten. Das ist vollkommen normal. Und die Menschen sind immer noch dieselben Menschen. Die gehen nicht nach Hause, die geben nicht auf. Diese Revolution ist nicht aufzuhalten, weil sie bereit sind, ihr Leben für die Freiheit zu geben, weil sie bereit sind, alles dafür zu geben, dass sie das haben, was wir in Deutschland haben, was wir im Westen haben, dass ich hier zum Beispiel heute sitzen kann und für Gerechtigkeit kämpfen kann, das können die im Iran nicht. Dafür gehen die auf die Straße, dafür opfern sie ihr Leben. Ich weiß nicht, wie lange sie das noch machen müssen und sterben müssen und Blut vergießen müssen, bis wir das hier endlich anerkennen und bis wir sie wirklich unterstützen. Ein eindringlicher Appell war das von Ghazel Shammat, die Tochter des im Iran zum Tode verurteilten Jamshid Shammat. Vielen Dank für dieses Gespräch und wir hoffen mit Ihnen auf das Beste für Ihren Vater. Vielen, vielen Dank.